Gutes. Also am Anfang, es war erst gut und dann ist es eben schon eingebrochen und dann dachte ich so, oh, jetzt habe ich ein Problem. 100.000 Euro Monatsumsatz, das hat der liebe Martin hier neben mir erreicht. Ja, Martin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns und herzlichen Glückwunsch zum 100.000 Euro Award. Das ist der goldene Award bei uns. Erzähl, wann hast du das erreicht? Das erste Mal. Ja, erstmal danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier bin. Das Ganze ist jetzt schon ein paar Monate her. Es war im September 2022. Geil. Mit 135.000 Euro waren es dann. Ja. 135.000 Euro. Genau. Okay, wann, also wir haben ja mehrere Awards, 5.000, 25.000 und sogar 100.000. Wann war, oder wie lange hat es gedauert von 25.000 auf 100.000 Euro? Die 25.000 waren... Waren die in dem Monat gleich mit drin? Nee, das nicht. Das war im Januar. Ja. Beziehungsweise da waren es gleich 20.000, dann habe ich es erst im März quasi, waren es gleich dann 40.000. Und dann hat sich immer so aufgesteigert, so 50.000, 60.000 und dann im September war aber fast das Doppelte. Also es hat sich dann so ergeben und dann, wenn man halt von heute auf morgen einfach so. Also von es hat halt einfach, die Performance ist besser geworden, dann hat man es gleich genutzt, das Momentum und ist dann gleich auf 120.000 hochgekommen. Ja. Geil. Und jetzt aktuell oder jetzt die letzten Monate? Ja gut, ich meine, es hat jetzt einige Probleme gegeben, was jetzt auch die Sperrungen betroffen hat auf TikTok und auf Facebook. Deswegen bin ich jetzt quasi wieder runtergerutscht auf die 25.000. Aber mal gucken, wie sich das dann stabilisiert oder auch, ob man mit anderen Jobs oder anderen Projekten dann lieber wieder diese Umsätze erreicht. Ja. Ja, sehr geil. Wie lange machst du das schon? Also ich habe angefangen, eigentlich so die ersten Werbeanzeigen waren so März 2020. Also entsprechend eigentlich schon länger dabei, aber es hat halt erst leider trotzdem ein bisschen später Klick gemacht. Hab da auch selber ein bisschen länger gebraucht, einfach aus persönlichen Gründen auch. Aber ich bin dran geblieben, hat Spaß gemacht und dann wird es sich später, früher oder später sowieso auszahlen. Genau. Wann warst du bei uns? Also wann bist du zu uns ins Coaching gekommen? Ja, es war dann auch Anfang 2020, ja. Ja? Genau. Okay, das heißt, in dem Augenblick, wo du dich mit E-Commerce Dropshipping beschäftigt hast, bist du zu uns gerutscht und tatsächlich zwei Jahre später dann erst, gesehen, ne? Also manche schaffen es vielleicht früher so, aber ich denke, es waren auch viele Höhen, Tiefen und ich denke, es ist gar nicht so schlecht, wenn man erst die Tiefen auch mitnimmt und danach dann alles Step-by-Step aufbaut, als wenn es jetzt irgendwie nach dem zweiten Monat schon gewesen wäre. Deswegen bin ich da auch nicht traurig darüber, dass es so lange dauert. Nee, aber du hast durchgezogen. Also zwei Jahre, das ist schon geil. Gut, du sagtest gerade im Vorgespräch, wir haben uns vorher noch mal kurz unterhalten, hattest vorher noch einen anderen Shop, in einer anderen Nische. Hat nicht so gut funktioniert, wie man sich das gedacht hatte, bis auf eine andere umgestiegen. Ja. Und dann zack. Ja. Genau. Sehr geil. Hattest du vorher schon Erfahrung im E-Commerce? Gar nicht. Also ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, aber jetzt was E-Commerce Online-Marketing betrifft, bin ich mit euch gestartet direkt. Ja. Machst du es aktuell Vollzeit oder nicht? Ja, genau. Also Vollzeit noch im Studium angemeldet, aber der Hauptfokus liegt auf E-Commerce. Ja. Wann hast du dich dazu entschlossen, das Vollzeit zu machen? Es war Oktober 2021, also jetzt über einem Jahr schon, ja. Ja, genau. Und jetzt lebst du auch richtig. Genau, so gesehen, ich kann davon leben, ja. Ja, das ist geil. Und wie fühlt sich das an so? Ja, sehr interessant, halt sehr herausfordernd, sehr spannend, sehr abwechslungsreich. Aber ich würde es auf keinen Fall bereuen. Also es war schon immer ein Traum, auch so ein bisschen unabhängig, ortsunabhängig Geld zu verdienen. Ja. Und man baut halt auch ein Fundament auf und hat ein breites Wissen in verschiedensten Sachen. Das ist ja nicht jetzt nur Dropshipping, sondern man lernt ja auch wirklich das Online-Marketing, Copywriting. Ja. Da sind viele Sachen dabei, auch allgemeines Unternehmertum. Und das ist einfach sehr abwechslungsreich, sehr spannend und genau. Ja, geil, geil. Ja, du sagst ja gerade, du warst in Mexiko im Urlaub. Mhm. Ist schon entspannt, niemanden fragen zu müssen, ob man weg kann. Und, klar. Also das ist natürlich dann auch von der Partnerin abhängig, wie das geht von der Einteilung. Aber an für sich ist das eigentlich das Wichtigste. Also es ist sogar auch noch wertvoller als das Geld. Kannst du alles mit dem Handy steuern, ne? Ja, Handy, Laptop. Dann macht man mobilen Daten, Hotspot und dann kann man eigentlich von überall aus arbeiten. Das ist halt das Interessante, das Coole daran und das nutze ich auch. Also ich bin sehr oft oder öfters unterwegs und nutze dann auch die Möglichkeit natürlich, dass man ortsunabhängig ist. Hast du, machst du alles selber? Also wirklich alle Schritte im Online-Shop machst du alles wirklich selber? Ich spreche jetzt vom Marketing, vom Kundenservice und so weiter und so fort. Oder hast du mittlerweile schon irgendwie mal
virtuelle Assistenten. Ich weiß es jetzt gerade nämlich gar nicht. Also wir haben zwar oft im Coaching und miteinander gesprochen, aber ich glaube, das weiß ich. Fällt mir gerade zumindest nicht ein. Ja, also ich habe die Logistik ist komplett outgesourced. Also Fulfillment. Genau, Fulfillment, Logistik ist outgesourced. Lieferzeit, sagtest du gerade? 2 bis 3 Tage. Also so, das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, vielleicht auch für die Leute, die zuhören. Ja, so. Ja. Du hast ja angefangen mit dem Produkt, was du jetzt verkaufst, mit klassischem Dropshipping. Oder hast du direkt von Anfang an? Ich habe es angetestet und dann aber direkt, als ich gesehen habe, das gibt erste Anzeichen, habe ich sofort ein oder zwei Wochen später habe ich die ersten 500 Stück importiert, weil ich da wirklich von Tag 1 eigentlich das so besser aufstellen wollte, weil ich gesehen habe, okay, das kann echt gut werden. Ja. Das heißt, du hast erst am Anfang, ne, ich sage jetzt mal 1-2 Monate das Produkt, erstmal über Dropshipping aus China einfach verscherbelt, ne? Also in dem Fall war es tatsächlich nur eine Woche. Also ich habe nach einer Woche schon importiert. Ach so, sofort, so sofort. Okay, das ist also mutig, es war tatsächlich, aber man muss man schon mutig sein. Ja, okay, und dann hast du einfach gesagt, okay, hast in China Bescheid gesagt, hier, macht mein Logo drauf und dann mit dem Zug. Nee, das mit dem Logo kam das später. Okay. Also das habe ich noch nicht das gleich erstmal gemacht. Das ist den Bestand genommen. Genau, okay, richtig. Okay. Dann mit dem Zug rüber genau, oder mit dem richtig. Flugzeug und oder dann, was? Genau, richtig. Und haben die Bestellung schon gewartet und so. Und dann war ich schon so, okay, wenn jetzt was schief geht, braucht man erst einen Import so. Ja, ja. Dann wäre es natürlich blöd gewesen, aber es ist echt alles immer gut gewesen. Hast du es mit dem Geld gemacht? Weil ein Import kostet ja auch immer. Ja, es waren halt, wie gesagt, nur 500 Stück. Und dadurch, dass der Einkaufspreis auch sehr niedrig von dem Produkt war, hat es geklappt, ja. Okay, genau, gut. Ja. Dann hast du die verkauft komplett? Genau, ja. Und dann wie schnell ging das? Also am Anfang, es war erst gut und dann ist es eben schon eingebrochen und dann dachte ich so, jetzt habe ich ein Problem. Ne? Und dann hat es sich wieder gefangen und dann habe ich auch nochmal nachbestellt. Aber halt immer nur die kleinen Mengen, weil ich nicht wusste, okay, wie läuft es weiter. So. Ja, also das war ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Ja, okay. Und dann hast du jetzt, ich glaube vor kurzem hast du ja, was heißt vor kurzem, ich glaube, irgendwie, was war das, Anfang des Jahres 2022, hast du ja auch im März, April oder so auch größere Mengen, glaube ich, eingekauft. Ja. Ne? Also ich habe letztes Jahr dann gegen Ende des Jahres oder Oktober rum, habe ich selber produzieren lassen. Ja. Das waren jetzt auch erstmal nur 5000 Stück, aber habe da halt auch das Material verbessert, habe das Logo draufgepackt, um mich da auch einfach von den Konkurrenten abzuheben, weil halt das Material schon so der Hauptgrund für die Retouren war. Und die Retouren waren tatsächlich ein bisschen ein Problem, die war recht hoch. Und hätte ich von Anfang an dieses Produkt schon verbessert und in größerer Menge importiert, kann ich so offen sagen, hätte ich wahrscheinlich 30, 40, 50.000 Euro mehr reingewinnen gehabt. Ja. Also bei so Stückzahlen, da kann man schon auch, ist auch ein großer Hebel im Einkauf auf jeden Fall. Und das habe ich halt tatsächlich, aber war halt auch schwierig einzuschätzen. Ja. Ne? Aber das wäre ein großer Hebel im Gewinn gewesen. Ich finde das geil so, wenn man ein Dropshipping-Produkt hat. Ne? Also das machen wir ja auch ganz gerne. Ja, ja. So, und dann einfach erstmal verkauft, guckt, ob das läuft, importiert und dann sogar noch verbessert, ne? Das machen die wenigsten und dann da noch mehr raus. Und das ist schon geil, ey. Und dann hast du gleichzeitig auch einen besseren Einkaufspreis. Genau. Gut, dann kommen natürlich die Fulfillment-Kosten vielleicht noch dazu, aber ich denke, das deckt sich ja eigentlich ganz gut. Also ne? Man muss halt auch sagen, das Produkt war klein, eine Variante nur und leicht, was halt für den Import perfekt ist für E-Commerce eigentlich. Maximal immer Schuhkartongröße, ne? Genau, und man konnte es sogar noch per Warenpost versenden. Das heißt, ich hatte sehr gute Konditionen dann auch beim Fulfillment-Center. Kostet nur 1,90. Ja, und 3,50 glaube ich, je nachdem, ob mit Sendungsnummer oder genau, ohne. Ne? Ja. Und deswegen war das schon eigentlich so halt auch optimal für sowas, dass man es importiert und so weiter. Weil wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Produkt mit 20 Varianten und 10 Farben, das ist halt unmöglich, da eigentlich das gleich irgendwie aus Deutschland zu versenden. Also wir machen es, ne? Ja, wenn man den Cashflow hat natürlich. Ja, klar. Ja, also das machen wir. Wir importieren ja auch selber viel. Wir haben jetzt dieses Jahr ja auch, ich weiß nicht, wie viel importiert, aber auch verschiedene Größen und Farben. Und das war immer so schwierig, dann, dass wir auch feststellen mussten, okay, was... Ja. Wie viele von welcher Farbe, wie viele von welcher Größe und das. Ja, ich hatte immer die Panik, wenn ich importiert habe, so dass da irgendwas schief geht. Ne? Ich hatte die UL-Nummer und so alles, habe ich alles im Voraus mit dir dann noch abgeklärt, aber ich hatte immer Angst, dass da irgendwas schief geht und dass dann wirklich diese 5000 Stück einfach irgendwo verloren gehen und so auf See. Aber es ist immer alles gut gegangen, zum Glück. Ja klar, also, es gibt Versicherungen, man kann es immer absichern, aber in der Regel klappt das eigentlich auch. Und man braucht auch keine Angst haben, dass es nicht ankommt. Ne? Gerade wenn man über, ich glaube, du hast ja auch über AliExpress, über Alibaba das gemacht. Ja genau, damals, damit man da sicher ist. Dann ist man ja sowieso noch mit abgesichert, so man kann mal einen Fall aufmachen, wenn mal was ist und fertig ist. Ne? So 2020 sagtest du, bist ins Coaching gekommen, dann hast du erstmal ein Jahr lang den alten Shop gemacht oder hast du ja gesagt, so zwei Jahre. Zwei Jahre hat es nicht ganz gedauert, aber sagen wir mal zwei Jahre bis zu den ersten 100.000 Euro so. Ja. Wie war so das von der Leichtigkeit her, sage ich mal, das umzusetzen oder war es sehr schwierig? Ne? Also was würdest du so jetzt, also nicht schwierig anzusetzen, aber sagen wir mal, du hättest jetzt gar keinen Plan von der Materie, würdest du sagen, komm, also
schafft man. Ja, also man muss sich halt, das habe ich ja vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt, wenn man nicht irgendwie Bock auf E-Commerce und Online-Marketing hat und nur auf das Geld aus ist, dann wird es, glaube ich, schwierig, weil man muss sich da auf jeden Fall einarbeiten. Das ist auf keinen Fall irgendwas, wo man jetzt irgendwie das Coaching kauft und dann auf den Knopf drückt und das funktioniert alles, sondern es sind halt, wie vorhin schon angesprochen, halt verschiedenste Teilbereiche, die man eigentlich einzeln lernen muss, und deswegen ist es schon ein anspruchsvolles Geschäftsmodell. Ich selber habe ja, wie gesagt, auch länger gebraucht, also muss man auch dazu sagen, weil ich mich halt auch ein bisschen einfach zu sehr auf ein was fokussiert habe, auf den Shop. Aber grundsätzlich kann man es halt mit einem guten Leitfaden auf jeden Fall immer noch schneller lernen, und dann ist halt die Frage, ob man das in der Praxis dann auch, die Geduld und das Wissen halt umsetzt. Ja, bei dir hat es sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ne? Ja. Und bei vielen anderen natürlich auch, wie du schon sagtest, einige brauchen länger, einige sind relativ schnell unterwegs. Ja. Aber wenn man durchzieht, dann denke ich schon, dass man das ganz gut hinbekommt. Ne? Ja, ja. Also du denkst, ne, egal wie man da hinsetzt, man könnte natürlich, man muss schon ein bisschen, bisschen Brain haben, sage ich mal, ein bisschen Computerkenntnisse vielleicht, also ne, wie klickt man und so, aber sollte man definitiv hinbekommen, sagst du. Ne? Ja gut, also grundsätzlich kann man ja schon pauschal sagen, jeder kann erfolgreich werden im E-Commerce, weil theoretisch, wenn du die Geduld hast und Bock drauf hast, könntest du jedes Produkt, das es online zu kaufen gibt, testen, so, und irgendwann müsstest du ja Erfolg haben. So. Ja, ja. Auch wenn du dann krass ins Minus laufen würdest, so, ne? Aber theoretisch kann jeder oder müsste jeder erfolgreich werden können. Ja. Wir sagen ja immer, wenn man unsere Sachen einfach eins zu eins umsetzt, einfach stur umsetzen, klar, ist am Ende immer noch eine Frage des Produktes und der Werbung so ein bisschen, aber am Ende funktioniert es eigentlich. Ne? Ja, man muss halt dranbleiben. Wenn man es vernünftig macht. Ne? Jetzt bist du ja schon kein Anfänger, also ich bezeichne dich jetzt ja nicht mehr als Anfänger, sondern aber wie, also man kann schon sagen, desto fortgeschrittener man wird, sage ich mal, desto andere Probleme kommen. Ja. Ne? So, was weiß ich, mal eine Facebook-Sperrung oder eine TikTok-Sperrung. Ja. Aber ist alles noch im Rahmen. Oder kriegt man alle, also würdest du sagen, ja, gibt es, aber bekommt man irgendwie auch wieder hin, oder würdest du sagen, naja, das ist dann der Tod? Ja gut, mich hat es ja jetzt mit der Facebook-Sperrung schon ziemlich hart getroffen tatsächlich. Aber das hast du ja auch wieder hinbekommen. So wie ja, aber halt jetzt ist halt, wird es sozusagen auf Null zurückgesetzt und das kostet viel Geld, viel Zeit, viel Nerven. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass man jedes Problem lösen kann. Ja, ja, ich sage immer, desto mehr Erfolg man hat, desto schlimmere Probleme kommen. Ja, du hast ja immer gesagt, mit steigenden Umsatz kommen die Probleme. Mit steigenden Umsätzen kommen die richtigen Probleme. Am Anfang hat man die Probleme, dass wenig Geld reinkommt oder man nicht weiß, was man so bewerben soll und so weiter. Aber dann irgendwann kommen die richtigen Probleme. Aber die nimmt man dann schwieriger wahr, weil man dann halt daran gewöhnt ist, dass man halt jeden Monat konstant irgendwie, was weiß ich, 100.000 Euro Umsatz macht. Auf einmal sind es dann nur noch 80.000 Euro, das ist wie ein Genickbruch, obwohl man ja trotzdem Geld verdient. Mhm. Aber das sind dann halt so die anderen Probleme, die kommen. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass es gar nicht schadet, die Tiefen mitzunehmen. Weil früher oder später würden sie ohnehin kommen, egal in welchen Bereich man sich selbstständig macht. Ich glaube, es gibt immer Probleme. Und deswegen, ja, ich glaube, man muss das gar nicht so negativ sehen. Ich meine, du bist ja auch immer so der Typ, entspannen, so locker bleiben, dies, das. Ja, oder? Genau. Das hast du ja auch immer in den Calls so gepredigt. Und klar, man kann nicht immer komplett locker bleiben, so, das wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, aber man sollte das halt auch einfach so ein bisschen, so, das alles Tom gut ist, wie es ist. Genau, ne? Und das Vorteil ist ja immer, wenn du sowas hattest und wie du schon sagst, wenn du jetzt selber sagst, okay, komm, ich habe noch Bock auf einen zweiten Store und es passiert wieder das Gleiche, du weißt genau, was muss ich tun. Ja, und genau aus dem Grund haben wir damals auch unser Coaching gemacht. Wir wussten, die und die Probleme gibt es. Und wenn jemand diese Frage stellt, kann ich eigentlich zu 90% der Fälle, ich glaube, das kannst du bestätigen, immer sagen, das und das solltest du jetzt tun. Und dann funktioniert das eigentlich schon. Ja. Was sind jetzt so die nächsten Pläne von dir? Ja. Also, du hattest gerade gesprochen, mal im Vorgespräch vielleicht mal einen Exit zu machen, also deinen bestehenden Shop mit Warenbestand mal zu verkaufen. Bietet sich ja an, ist ja auch geil. Ist ja so, man baut sich einen guten Cash-Cycle auf, man verdient erstmal selber dran und wenn in einer passenden Situation jemand kommt und kaufen will, sagt man auch nicht ungern nein, sage ich mal. Was sind so deine nächsten Pläne? Ja. Gerade weil du es ja jetzt Vollzeit machst. Hast du irgendwas geplant oder gehst du einfach so locker fröhlich durchs Leben? Naja, also ich habe da schon natürlich schon die Planung, was das mit dem Exit ist, tatsächlich mein Ziel, um das Projekt sozusagen abzustoßen, weil ich tatsächlich auch einfach Lust auf was Neues hätte. Auch einfach, muss jetzt auch nicht irgendwie gleich eine Brand sein, sondern wirklich auch einfach wieder rein, zum Beispiel mit EU-Dropshipping oder so zu starten.
sich da was aufzubauen. Ich habe aber tatsächlich auch letztes Jahr auch schon so Sachen wie eBay und so ausprobiert tatsächlich. Ja. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr auch viel einfach überall so ein bisschen so Wissen aufgesaugt. Ja. Und wie ich das jetzt konkretisiere, das muss ich mal gucken, auch so im Bereich, dass man andere unterstützt in dem in den Sachen E-Commerce, Online-Marketing. Das wird mir natürlich auch Spaß machen. Und ich denke, dass ich da auch mein Wissen dann auch schon breit aufgestellt bin jetzt mittlerweile. Ja. Ja, ist immer interessant, so die meisten, die bei uns sind, ne, man baut sich das auf, ein Jahr, zweites Jahr, das dritte Jahr macht man dann auch noch und dann viele machen danach irgendwie was anderes, keine Ahnung, investieren in Immobilien, machen Aktien und machen irgendwas anderes, Vollzeit, machen sich selbstständig mit irgendwas. Ich habe jetzt letztens einen gehabt, der baut jetzt so Vans um. Ne? Also ne, der hat sich mit Dropshipping. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, wenn du meinst. Ja, und der hat sich mit Dropshipping echt viel aufgebaut, viel Geld gemacht und dann hat er das ganze Geld zusammengepackt und eine Firma für Sprinter-Umbau hier, VW-Busse und sowas. Krass, und das ist echt schon spannend. Und das nutzen halt viele auch, so dieses E-Commerce als Sprungbrett dann später für ein anderes Business, weil der Einstieg in Anführungsstrichen leicht ist. Mhm. Also was das Geldtechnische angeht, sage ich mal, und das Wissenstechnische. Mhm. Man muss halt Geduld mitbringen. Ja, ne? Ja, also ich sehe meine Zukunft auf jeden Fall im E-Commerce. Also das will ich auf keinen Fall komplett ablassen, weil für mich gibt es irgendwie nichts Cooleres, datenbasiert, sowas wie einen Online-Shop zu erstellen und mit dem geeigneten Marketing zu vermarkten. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass ich da auch zukünftig dann wirklich andere Projekte noch mit angehe, halt wirklich auch vielleicht Produkte entwickle oder wirklich von Tag 1 eine Brand aufbaue. Da hätte ich schon sehr viel Spaß und Freude dran, aber dieses Online-Shop, Online-Marketing ist zu 100% meins und da werde ich auch auf jeden Fall noch aktiv bleiben. Ja, Hammer, geil. Ja. Nee, sehr geil, Freunde. Das war's bis hierhin. Herzlichen Glückwunsch schon mal an 100.000 Euro Monatsumsatz. Vielen Dank, und auf die nächsten 100.000 würde ich sagen. Auf jeden Fall, ich hoffe bald, Ja, auf jeden Fall. Genau.